Heute versucht unsere Wissenschaft, die Zukunftsvisionen von damals zu verwirklichen. Aber wird sie je das größte Rätsel der Welt ergründen, nämlich die Zeit? Guten Tag, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ja, und ich auch. Und ich bin ja derselbe, den ihr da seht. Und es geht darum, mal darstellen zu wollen, also wie das angefangen hat mit YouTube. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 2008. Und das sind eben die ersten Worte gewesen, die also eine Reihe einläuteten, nämlich die Reihe 100 eigene Gedichte, Teil 1 von 10, diese 10 Teile. Ja, und als es dann soweit war, dass also 100 eigene Gedichte Teil 10 von 10 kam, das war dann auch im Jahr 2008, war dann erst einmal Schluss. Das war also hochinteressant. Ich hatte dann anderes zu tun und so. Und 2 Jahre lang hatte ich gar keinen anderen Film mehr rausgebracht. Ich hatte auch das Gefühl, Mensch, diese 10 Teile, die sind doch cool und so. Und dann gingen also wirklich 2 Jahre ins Land. Und wenn ihr neugierig genug seid, dann schaut euch das doch an, wie es weitergeht, was ich dann also im Jahr 2010 alles gemacht habe. Und zum Schluss möchte ich euch aber gerne zeigen, mit welchen Worten der Teil 10 von 10 aufhört, denn das ist historisch ganz interessant. Und der Herr, den ihr dann sehen werdet, der verabschiedet sich ja selber. Okay, dann alles Gute, bis zum nächsten Teil. So, das war's. Ich freue mich, dass Sie Interesse hatten und ich sage Ihnen alles Gute. Und ich hoffe, dass Sie nicht allzu oft in Ihrem Leben ausrufen müssen, da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Alles Gute, auf Wiedersehen.